Radio 1, nur für Erwachsene. Irgendwas ist ja immer. In der vergangenen Woche beim Kirchentag in Stuttgart wurde eine Rede des Bundeskanzlers Scholz von Umweltaktivisten gestört. Und der hat etwas barsch reagiert und gesagt: Ich sage mal ganz ehrlich, diese schwarz gekleideten Inszenierungen bei verschiedenen Veranstaltungen von immer den gleichen Leuten erinnern mich an eine Zeit, die lange zurückliegt und Gott sei Dank. Uiuiuiuiuiui. Darauf reagierte Klimaaktivistin Luisa Neubauer empört und meinte, er habe Klimaaktivisten mit Nazis verglichen. In so einem folgenden Tweet schrieb sie dann, er stilisiert Klimaschutz als Ideologie mit Parallele zur NS-Herrschaft in 2022. Jesus, das ist so ein Skandal. Aber ist das wirklich so? Wissen, denken, meinen. Der Kommentar. Auf Radio 1. Heute mit Harald Welzer. Von Beruf Soziologe und unser Kommentator am Montagnachmittag. Schönen guten Tag, Herr Welzer. Hallo, guten Tag. Hat Frau Neubauer recht? Ist die Reaktion des Kanzlers ein Skandal? Naja, ob es gleich ein Skandal ist, ist vielleicht ein bisschen überdonnert, aber in der Sache hat sie natürlich recht. Ich meine, wir wissen ja inzwischen, dass der Bundeskanzler gerne die Kontenance verliert, wenn seine bedeutsamen öffentlichen Ansprachen gestört werden. Aber er täte natürlich vorm Ausflippen gut daran zu differenzieren, wer ihn denn da stört. Also ob es jetzt routinierte Querdenker sind, die Parolen brüllen, oder aber frustrierte Klimaaktivistinnen, die fürchten, dass die durch den Krieg in der Ukraine verursachte Energiekrise zu einem totalen Rollback im Klimaschutz führt. Also Stichworte sind hier Mobilisierung von Kohlekraftwerken oder die Terminals für Flüssiggas, das zum Teil durch Fracking gewonnen wird. Also in der neuen Konkurrenz zwischen Klimaschutz und Energiesicherheit wird der Klimaschutz ja erstmal klar der Verlierer sein. Und wenn der Kanzler gerade junge Kritikerinnen und Kritiker, die darum besorgt sind, mit Nazi-Vergleichen mundtot zu machen, versucht, ist es nun gerade auf einer christlichen Veranstaltung nicht nur unwürdig, sondern auch in der Sache komplett daneben. Das war also mal wieder so die typische Nazi-Keule. Sind denn Nazi-Vergleiche überhaupt irgendwie, also oder irgendwann passend? Naja, also Nazi-Vergleiche sind in Deutschland bekanntlich die schwerste Waffe, die man überhaupt laden kann, um jemanden zu diskreditieren. Also wenn man solche Vergleiche überhaupt verwendet, dann bitte nur in den wenigen Fällen, wo sie wirklich angebracht sind. Wenn Menschen mit Fackeln vor Wohnhäusern von Politikern aufmarschieren oder Juden angreifen oder antisemitische Verschwörungstheorien verbreiten. Abseits davon sind sie prinzipiell fehl am Platz, auch weil sie, wie gerade in diesem Fall, den Unterschied zwischen legitimer oder sogar notwendiger Kritik und menschenfeindlicher Hetze fahrlässig verwischen. Wenn sowas am Stammtisch passiert, kann man das vielleicht noch hinnehmen, aber von einem Bundeskanzler sollte man erwarten können, dass er sich besser im Griff hat. Die Fridays for Future fordern da aus meiner Sicht ganz zu Recht eine Entschuldigung. Das war der Kommentar von Harald Welzer. Vielen Dank. Sehr gerne. Wissen, denken, meinen. Der Kommentar auf Radio 1.